Berliner Ballen mit Konfitüre Zutaten für ca. 14 Stück. 1/81 Milch 1 Würfel. 42 Gramm. Frische Hefe 500 Gramm plus etwas Mehl 100 Gramm plus ca. 100 Gramm Zucker. Salz 2 Eier. Gr. M. 100 Gramm weiche Butter ca. 1 Kilogramm Pflanzenfett zum Frittieren, zum Beispiel Biskin, ca. 250 Gramm Konfitüre nach Geschmack 125 Gramm Puderzucker Backpapier 3 I-Gang. Wer keine Fülltülle in der Schublade hat, kann eine Lochtülle mit kleinem Loch nehmen. Aber nicht zu tief in den Berliner stechen, sonst wird das Loch zu groß. Milch in einem kleinen Topf lauwarm erwärmen. Hefe in die Milch bröckeln und unterrühr unbekanntes Zeichen Renn völlig auflösen. 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, einer Prise Salz, Eier und Butter in Flöckchen in eine große Rührschüssel geben. Frittierfett in einem weiten Topf auf ca. 180 Grad Celsius erhitzen, es ist heiß genug, wenn an einem Holzspieß Bläschen aufsteigen. Berliner portionsweise hinein unbekanntes Zeichen geben, so dass sie schwimmen können ohne zusammenzugle unbekanntes Zeichen bein. 7 bis 8 Minuten goldbraun bar unbekanntes Zeichen gehen, dabei einmal wenden. Hefemilch in die Rührschüssel gießen und alles mit dem Knet unbekanntes Zeichen Haken des Rührgeräts zu einem glatten und geschmeidigen Teig verkneten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 45 Minuten g unbekanntes Zeichen hängen lassen. Berliner mit einer Schaumkelle herausheben, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Eine Hälfte Berliner noch heiß in ca. 100 Gramm Zucker wenden. Konfitüre in Ei unbekanntes Zeichen nähen Spritzbeutel mit Fülltülle, S-Tipp, füllen. In jeden Berliner seitlich etwas Konfitüre hineinspritzen. Abkühlen lassen. Steckrüben Steckrübe halbieren oder vierteln, schälen, waschen. In ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden, dann grob würfeln. Möhren und Kartoffeln schälen, waschen und in gleich große Stücke würfeln. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und in feine Streifen schneiden. Speck herausnehmen und Steckrübengemüse mit Ei unbekanntes Zeichen nehmen Kartoffelstampfer grobst ü unbekanntes Zeichen kick zerstampfen. Zwiebel schälen und würfeln. Butterschmalz in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel andünsten. Gemüse und Kartoffeln zugeben und kurz mitdünsten, aber nicht anrösten. Butter zugeben und zugedeckt 2 bis 3 Minuten schmelzen lassen. Inzwischen Schwarte und eventuell Knorpel vom Speck abschneiden. Den Speck in dünne Scheiben schneiden. In Prosecco-Sahnesoße ich dem Weihnachtsstrübel hat sich Mutti eine Pause verdient, und Sie können mit diesem Verwöhnrezept Ihre guten Neujahrsvorsätze in die Tat umsetzen. Zutaten für 4 Personen, 4 Lachsfilets, ohne Haut, Meersalz, Pfefferfett für die Auflaufform 1 Bund Lauch Zwiebeln 200 Gramm Schmand 100 Gramm Schlagsahne 200 ml Prosecco. Circa 35 Minuten ganz einfach 1 Lachs abspülen. Trockentub unbekanntes Zeichen feen. Mit Salz und Pfefferwür unbekanntes Zeichen 10. Nebeneinander in eine gefettete Auflaufform legen. 2 Ofen vorheizen, E-Herd, 175 Grad Celsius Schrägstrich Umluft, 150 Grad Celsius Schrägstrich Gas, Stufe 2. Die Lauchzwiebeln putzen, ma. 3 Inzwischen Reis in 400 ml Co. unbekanntes Zeichen kendem Salzwasser nach paar unbekanntes Zeichen Kungsanweisung garen. Citro unbekanntes Zeichen Mehl heiß waschen, abtrocknen und in Spalten schneiden. Lachs mit Reis und Zitronen unbekanntes Zeichen Spalten anrichten. In Karotzer wenn es draußen bitterkalt und dunkel ist. Sorgen Sie mit etwas Sonne auf dem Teller für Sonne im Herzen ca. 30 Minuten u einfach Portion ca. 1,80 €. 3 bis 4 Stiele Basilikum 8 Scheiben Sandwich Toast 100 Gramm Kochschinken Salz, Pfeffer, 3 Eier 3/81 Milch, 3 bis 4 Eöl 1 Tomaten waschen,
in dünne Scheiben schneiden. Mozzarella unbekanntes Zeichen La in Scheiben schneiden. Basilikum waschen, trockenschütteln und Blättchen abzupfen. 2-4 Scheiben Sandwichtoast mit Tomaten, Mozzarella, Schinken und Basilikum belegen. Dabei die Tomaten mit Salz und Pfeffer würzen. Mit jeweils eine Sandwichtoastscheibe belegen. 4 Öl portionsweise in eine Pfanne erhitzen. Je 2 Sandwiches darin von jeder Seite 2 bis 3 Mittwochnatten braten. Herausnehmen und warm stellen. Die übrigen Sandwiches ebenso braten, halbieren und anrichten.